Ja. Surprise. Jo Leute, und willkommen zurück zu Outlast 2. Die Szene kennen wir ja noch vom letzten Part. Deswegen kam das jetzt nicht so überraschend. Aber was danach kommt, das weiß ich halt noch nicht so genau. Ich weiß nur, dass es ziemlich dunkel war. Okay, haben wir noch irgendwas hier, was wir noch nicht... Okay, das war die Tür, die wir nicht durchschreiten konnten. Hallo? Ich bin rückwärts gegangen. Hallo? Ist gleich sowieso wieder hier so ein Schockmoment. Ich sehe es doch schon kommen, Leute. Ah, hier ist schon Gänsehaut, ey. Verdammte Scheiße. Ah, da ist er wieder hier irgendwas, ne? Da ist sie wieder. Das Foto. Oh. Ist es nicht bezaubernd? Da werden Erinnerungen wach. Was ist daran so lustig? Gar nichts. Oh, ich glaube, diese Szene habe ich schon mal bei YouTube gesehen. Gesehen. Oh, ey, das spielt so 5 Minuten und schon hast du eine komische Stimmung. Und überall Gänsepelle. Hier ist alles zu. Hä? Das war eh nur ein Traum. Da passiert doch nichts. Alles easy. Aber ich habe doch eigentlich alle Türen geöffnet hier. Jessica. Ah, die Tür war eben noch nicht auf. Nicht schreien, Mäuschen. Alles gut. Ich bin da. Oder auch nicht? Eigentlich möchte ich gerne wieder weg. Ich will nach Hause. Knatsch. Was ist das? Bandage. Eine Bandage. Eine Bandage in Ehren kann niemand verwehren. Oh, da geht's nach draußen. Wollen wir raus? Wir wollen raus. Oh. Oh Gott. Jess. Oh, Alter. Ja. Alter. Lauf doch. Was?
Oh. Spring doch irgendwo rüber. Alter. Sperr ab! Nein! Aua! Fuck! Na! Es hakt! Da, ey. Wo kann ich denn hier hin? Mach doch die Tür zu! Ich schlag dich mit der Kamera, bis du blutest. Mach doch die Tür auf! So, jetzt nochmal das Ganze. Hast du das abgeschlossen? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hinter mir her. Wie? Lauf oder kriech oder mach irgendwas? Oh, scheiße. Piss dich, ey. Du kommst nicht hier rein. Okay. Alter, was ist hier los, ey? Heilige Scheiße. Okay. Vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen durchatmen hier. Oh nee, ne? Das ist ein Scherz, oder? Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Du siehst mich nicht. Ich glaube, er sieht mich. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Aua! Lola rennt, sag ich nur hier, ey. Können wir die abschießen? Mann. Okay, erstmal heilen.
Okay. Haben wir hier irgendwas? Das können wir wahrscheinlich wegschieben. Boah. Nein! Alter! Der hinten rum. Hä? Wo ist denn jetzt hingeplumpst? Okay. So. Jetzt machen wir erstmal zu. Was haben wir denn hier Schönes? Kommen wir nicht durch. Verstecken wir uns erstmal. Oh ne, ne? Ich habe keine Batterie mehr. Doch. Heilige Scheiße. Müssen da ja durch. Keine andere Wahl. Hallo? Ist da wer? Okay, nochmal zurück zu diesem tollen. Schieben wir den mal in die andere Richtung. Vielleicht geht's denn ja besser. Okay. Oh, schon wieder sehr dunkel hier drin. Dunkel und eng. Super. Musik hört auf. Da lobe ich mir doch eine Simulation, ey. Schön entspannt. Was ist das? Oh, die lebt ja. Die schläft. Ach du Scheiße. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Hallo. Ich will mal das Bettlaken wechseln. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Okay. Müssen wahrscheinlich hier auch wieder. Genau. Schieb, schieb, schieb. Hallo? Bin ja mal gespannt, wo ich hier rauskomme, ey. Fuck is this? Ja, das wüsste ich auch gerne. Oh. Da haben wohl einige versucht zu springen, zu fliehen. Beides? Okay, komm. Ah, shit. Ah, shit. Trifft's gut, ja. Passiert doch sowieso gleich was. Hallo? Auf jeden Fall falle ich weich, wenn ich darunter knalle. So. Okay. Wir sind drüben. Da ist schon wieder ein Zettelchen. So. Achso, wir müssen aufnehmen. Kann ich das nicht auch anders machen? Ja, so geht's ja besser. Hinlegen. Nein, wir wollen nicht hinlegen. Wir wollen lesen. Gott weiß, was ich getan habe. Und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte. Oder dass er mich nehmen wollte.
Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr. Doch bitte zwinge mich nicht, Tag und Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa, Knots, Kind und leide Schmerzen, wie ich sie nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein, bei den Albträumen und dem Leid in und um mir. Ich bin dein. Amen. Ja, voll. Blut. Dunkelblutige Lippen. Egal. Passend zum Spiel. Okay, da wird's wieder heller. Gott sei Dank. Es ist aber auch eine Musik in diesem Spiel, ey. Absolut ekelhaft. Ah, da gehen wir jetzt am besten noch nicht durch. Wir gucken erstmal, was hier oben ist. Wenn das denn mal eine gute Idee ist, heißt das. Okay, da ist keiner. Da ist nur eine Tür. Hier ist nichts, was wir gebrauchen können. What the fuck? Oh, wieso? Mach doch die Tür auf. Oh. What the fuck, ey? Ja, super. Ich bin mit einer Schrotflinte aufgewachsen. Bei Doom hätte ich den jetzt in... Oh Gott, geht ja gleich weiter hier. Wo muss ich denn hin? Da? Ach, der kommt da durch. Ach, ich musste da hoch. Lauf! Lauf, 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 lauf. Okay, da runter, da hoch, da rüber. Ja, komm, komm, komm. Lauf. Ist hier irgendwie eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Wo muss ich denn hin, Alter? Ich flüchte hier von einer Ecke zur anderen. Die wollen mich aufspießen. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Oh, nee, ne? Auch nicht. Oh fuck, ey. Ja, ist mir schon klar mit dem Verband, Junge. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du blutest. Das ist eine Metzgerfolge, ey. Probieren wir es jetzt mal. Okay, nee. Klappt nicht. Ich wollte jetzt durchs Haus gehen. Mache es aber nicht. Ja.
So. Jetzt brauchen wir erstmal eine kleine Verschnaufspause, ey. Alter Schwede. Wir scheinen uns jetzt hier in Sicherheit zu befinden. Alter Falter, ey. Überall fliegen. Überall fliegen. Aha. Da, Bandagen. Nehme ich. Ich hätte auch nichts gegen Batterien einzuwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind von da gekommen. Nichts. Das. Was zu lesen. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen von Kopieren, Knots, Evangelium, muss von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder die Verschwendung von Papier steht die Blutstrafe. Halleluja. Gut, dass hier wenig Kinder haben, die malen. Du siehst ja auch herzallerliebst aus. Ah, komm, wir laden jetzt mal nach. Sicher ist sicher. Vorwärts bewegen. Immer vorwärts oder rückwärts. Holy moly. Das war mal ein Klassenzimmer oder irgendwas. Der sieht jetzt nicht mehr ganz so frisch aus. Ah. Fuck. Alter, was war das denn? Du bist schon wahnsinnig. Und wenn du es nicht bist, ich bin es auf jeden Fall. Aber hier ist auch nichts irgendwie. Vielleicht in den Schubladen noch irgendwas. Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Irgendwas verpasst? Oder durch die Fenster? Nein. Durch die Tür. Im Dunkeln ist gut munkeln. Das Licht ist, sieht man ja auch gar nichts, ey.
Tick, tack, tick, tack. Der Kühlschrank könnte auf jeden Fall auch mal ausgetauscht werden. Ich glaube, der ist nicht hier A++, du. Ich glaube, eher so XYZ. Da haben wir schon wieder einen Brief. Okay. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihrer erfreuen. Denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denkt daran. Im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigungen studieren. Der Wal rettet Jona vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötet Isaac im Herzen. Projekt, Engel zeichnen und wer könnte der Feind sein? Na, das sind ja mal Hausaufgaben hier. Jetzt schon heilen. Geistert hier schon wieder jemand rum. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Sind aber auf jeden Fall sehr musikalisch, muss ich sagen, ne? Können alle sehr gut singen. Okay, was steht da? Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden. Aber sie hatten nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lass sie mich nicht töten. Ich lieb dich und Papi. Juliana. Okay. Scheint noch ein Kind gewesen zu sein. Komm ich da hin? Ja, das ist... Ja, stell ich doch darauf. Oder kann ich hier irgendwie... Ah, ich kann den Wagen bestimmt dahin schieben. Bestimmt. Na, siehst du wohl. Schieb! Schieb! Alles gut? Alles gut. Geh du deinen Weg, ich geh meinen. So. Okay, ist das jetzt eine böse Mutti mit Messer oder eine liebe Mutti mit einem Messer? Wir werden es gleich sehen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da sind wir doch vorhin schon gewesen. Du bist nicht böse, ne? Du bist genauso wie... Hide you. Oh, die Zibbel verfolgt mich schon wieder. Ha! Oh, Bandagen. Rückt die mir die ganze Zeit auf die Pelle hier, oder was? Muss das sein? Da geht's nicht weiter. Oh, aber Batterien. Nehme ich. Na los. Schön im Schatten in dem Scheißhaus.
Hallo? Ich komme hier nirgendwo rein. Und die Musik oder die Töne klingen schon wieder so, als wenn hier gleich was passiert. Da geht's bestimmt rein. Auch nicht. Jo. Die Mutti mit dem Messer ist weg. Da waren wir eben. Ah. Sehr gut. Ich höre sie schon wieder. Ach. Komme ich da hin? Ohne dass du mir die Kehle aufschneidest? Ach, du bist eigentlich ganz sympathisch. Ich lese einfach mal eine Runde. Ach du Scheiße. Muss ich das jetzt alles lesen? Ja. Kapitel 10. Erstens. Dann zeigte der... Nee, komm, vergiss es. Jetzt komme ich da wieder nicht durch. Nur verstecken. Oh, da ist ein Loch im Zaun. Ich könnte mir vorstellen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ja. Scheiße. Aua. Gruselwusel. Jetzt weiß ich auch, warum da so viele Bandagen lagen. Okay, also nochmal den Weg zurück. In der Hoffnung, dass sie uns nicht sieht. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich wollte mich eigentlich verstecken, Scheiße. Hier kommst du nicht durch, ne? Hehe. Traust dich nicht, was? Traust dich nicht, ne? Thank you.
Okay, ich hoffe, sie ist weg. Wenn ich die Musik so höre, ist sie ganz dicht dran. Ganz dicht. Sehr gut. Ja. Da, Freiheit. Freiheit. Schon wieder so ein Rumhänger. So. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.